Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom dicken Igel aus Hack. Wir haben in der letzten Folge hier die neuen Häuser gebaut. Und die müssen natürlich noch verputzt werden. Aber an sich könnten wir schon so ein bisschen anfangen, neue Leute zu holen. Aber ich werde erstmal mich am Anfang dieser Folge damit beschäftigen, dass wir hier ein bisschen Deko am Start haben, ne? Dass hier ein bisschen, dass es ein bisschen schön aussieht. Weil sieht alles noch so kahl aus. Und auf jeden Fall nicht so auf den Detailgrad wie unten im Dorf. Da werden wir uns drum kümmern. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Und damit, let's go. Ich muss auch noch den Feldschuppen hier fertig machen. Das stimmt, das muss ich auch noch machen. Da werde ich dann einen reinsetzen, der nur dafür zuständig ist. Ich habe gerade gesehen, ich wollte eigentlich noch so ein paar Laternen aufstellen, aber wir haben kein Leder mehr. Das heißt, irgendwo haben wir in der Produktion ein Loch. Wir haben gerade kein Leder mehr. Und deshalb würde ich mal kurz in die Verwaltung reinschauen, lunsen. Jagdhütte. Was tut ihr eigentlich gerade? Ihr seid nur auf Fleisch, ne? Boah, pff. Das muss ja nicht sein. Macht doch bitte auch mal ein bisschen Leder. Ich meine, warum haben wir nur noch einen Menschen in der Jagdhütte? Ist natürlich auch fatal. Ja, da habe ich nicht so richtig aufgepasst. Also in der Jagdhütte brauchen wir auf jeden Fall auch mehr als einen. Mindestens zwei. Aber naja, wir werden erstmal. Wir werden erstmal hier ein bisschen Deko reinmachen. So. Erstmal kriegt hier jeder seine Toilette. Das muss sein. Ah, nicht genügend Rohstoffe, deshalb kann ich keine bauen. Okay, wir brauchen noch Bretter. Ja, und meine Flüssigkeitsreserven hier gehen zur Neige. Weil es halt heiß ist. Aber ich finde es schon mal gut, dass man kein Leben verliert. Ich habe ja jetzt erfahren durch die Kommentare auch, dass es der einzige Nachteil von zu heißem Wetter, dass man schneller Flüssigkeit verliert. Das ist okay, finde ich. Das ist okay. So, hier kommt noch eine Toilette hin. Und der braucht auch noch eine Toilette. Hier schön für dich. Eine Toilette. Top. So. Jetzt überlege ich natürlich, wie mache ich hier am besten. Aber ich fange, glaube ich, erstmal an mit Zäunen. So, ich finde den Baumstammzaun ganz hübsch. Für hinten zumindest. Und dann, ja, ich mache mal hier ein bisschen was und zeige euch das dann nachher. So, jetzt mittendrin beim Anlegen der Blueprints habe ich gesehen, wir haben ein Problem in der Landwirtschaft. Mein Feldschuppen hat keinen Dünger. Warte, das kann nicht sein. Dünger haben wir doch genug. Aber fehlt uns vielleicht irgendwie Korn oder so? Ah, nee, okay, wir haben gar keinen Dünger mehr. Okay, dann mache ich mal schnell Dünger. Ich habe jetzt schon ein paar Blueprints gesetzt. Ich habe auch mit den neuen Eisenzäunen gearbeitet. Da habe ich mega Bock drauf. Die konnte ich jetzt freischalten endlich. Und ja, dafür brauchen wir natürlich Eisenbarren. Weiß nicht, ich habe jetzt wieder für die Freischaltung habe ich jetzt schon wieder ziemlich viel Kohle rausgehauen. Ihr habt jetzt alle Feierabend, ja? Aber was ist jetzt auf den Feldern los?
Das sieht gedüngt aus. Hier vorne, ne? Weizen. Aber das muss jetzt auch noch nicht gesät werden. Das ist okay. Noch nicht gedüngt ist. I'm boiling. Ja, und der Rest passt so. Gut, ich arbeite weiter an den Details da oben und hole euch dazu, wenn ich meine, ich hab genug dran rumgefummelt. Ja, ich würde es jetzt erstmal so lassen. Hab hier vorne mit Bretterzäunen gearbeitet, hinten haben wir den Holzstammzaun. Hier vorne machen wir sehr, sehr viel mit den Eisenzäunen und so. Und da geht es hier natürlich dann auch weiter mit einem Mäuerchen noch zwischendrin. Aber im Grunde arbeite ich viel mit den Eisenzäunen. Naja, da werden wir mal gucken, ob das gut aussieht oder nicht oder was auch immer. Erstmal mache ich hier den Lattenzaun fertig. Der gefällt mir auch immer noch sehr, sehr gut. Vier Bretter hätte ich noch gebraucht, dann hätte ich ihn fertigstellen können. Ich habe ja auch zwischendurch noch so ein paar Dings hier dran gemacht. Wie heißen die Teile? Spaliere? Ja. Finde ich ganz hübsch so. Wir können auch wieder in den Herbst gehen. Wir sind jetzt am Ende des letzten Sommertages. Aber erstmal muss ich was essen. Mein Charakter hat sehr viel Hunger. So, na dann schlafen wir mal in die nächste Jahreszeit rein. Der Herbst, meine lieben Freunde. Wir können jetzt endlich den Hopfen ernten. So, neue Jahreszeit. Wir müssen natürlich in die Verwaltung reinschauen. Kräuterhütte muss repariert werden. Fischerhütte muss repariert werden. Weinstein muss repariert werden. So, na, dann sagen wir gleich mal der Bauhütte, weil wir das müssen wir ja, das müssen wir ja machen. Sagen wir, zack, reparier bitte den ganzen Bums. Das ist so dumm. Naja, egal. Ich reg mich darüber nicht auf. So, wie sieht's bei den Häusern aus? Da ist alles noch ganz schön. Wir haben leider keine arbeitslosen Mütter. Schade. Also wir haben sehr viele arbeitslose Mütter, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben nicht wieder eine Frau, die vom Kind loskam, weil das Kind dann zwei war. Ja, wir können demnächst wieder sehr, sehr viele Stiere verkaufen. Drei Stück. Ja, okay. Naja. Dann schmelze ich mal mein erstes Eisen, würde ich sagen, meine Freunde, ne? Fast 60 Barren. Damit machen wir jetzt oben die Zäune fertig. Und dann gucken wir mal, wie die aussehen. Ist halt wieder eine Folge, wo ich nicht so viel quatsche. Merkt ihr das? Also es geht. Weil ich halt auch wieder sehr, sehr viel zu bauen habe hier. Also das Haus hier vorne gefällt mir sehr, sehr gut. Mit dem Zaun, mit den Spalieren. Mal schnell gucken, wann schalten wir nochmal Marktstände frei? Und was müssen wir dafür tun? Marktstand schalten wir demnächst frei, ne? Mit Produktionstechnik. Ah, okay, okay, okay. Hätten wir eigentlich noch ein paar Eisenbarren schmelzen, um das ein bisschen voranzutreiben. Müssen wir ja sowieso, weil sonst kann ich den Zaun nicht fertigstellen. Aber hier vorne, jetzt haben wir schon mal ein ganzes Stück Zaun freigeschaltet oder gebaut. Freigeschaltet, Alter. Wir haben den Zaun gebaut. Lol. Was doch nice, guckt euch das an. Schön.
Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Boah, freut mich wirklich. Wenn jetzt hier noch Leute einziehen, dann ist es super. Werdet endlich erwachsen, damit eure Mütter wieder arbeiten können. Machen Sie mal bitte den Arbeitsplatz frei. Dankeschön. So. So, wunderschön. Wunderschön. Können wir gleich, weil wir hier noch so viel Barren haben, theoretisch hier hinten auch noch mit diesen Zäunen weitermachen. Ja, auf die Seite passt der auch. Ich muss nur gucken, dass ich nicht übertreibe mit Eisenzäunen. Weil, wir lassen es erstmal so. Nicht übertreiben. Können wir lieber hier vorne nochmal ein bisschen mit dem Mäuerchen arbeiten. Das ist ja auch ganz hübsch. Einfach mal so ein Dreieck hier reinsetzen. Kann man auch mal ein bisschen wieder überlebensskillen, indem man die Steine für das Mäuerchen per Hand aufsammelt. Weil hier sind ja so viele grad. Ich überlege vielleicht, ob man diesen Bereich hier nutzt, weil das ja auch so hügelig und bergauf ist, um hier noch eine Obstplantage hinzusetzen. Vielleicht eine andere Obstsorte noch, außer Kirschen. Ja, ich denke mal, das macht Sinn. Dann können die hier arbeiten, gleich da drüben auch das Obst mitpflücken. Vielleicht nutzen wir eine Obstsorte, die vielleicht nicht im Sommer erntbar ist, sondern dann im Herbst oder so, damit die über zwei Seasons was zu tun haben. Müssen wir mal gucken, was vielleicht im Herbst erntbar ist. Kann man das? Warte mal. Wir haben doch hier irgendwo ein Säckchen. Das hier nicht dabei. Nee, nicht wirklich. Wie ist die Ausrichtung hier, wenn ich jetzt hier was Land, also wenn ich jetzt hier eine Plantage hinsetze? Eigentlich sehr gut, ne? Von der Ausrichtung her macht das eigentlich Sinn, hier noch was hinzusetzen. Aber mehr als zwei Reihen kann man hier nicht hinsetzen. Aber vielleicht reicht das ja schon. Setzen wir hier noch einen Zaun dazwischen. So. Könnte man in der Verwaltung sagen, das sind jetzt neue Plantagen. Na gut, wir müssten jetzt einen hier hinsetzen, damit der die anlegt. Damit wir das nicht machen müssen. Ist egal, wir lassen die erstmal so. Wir lassen die erstmal so. Ja. Nee, doch. Ist doch hübsch geworden hier hinten. Die paar Häuser. Da haben wir hier noch ein paar Steine. Ich hab da noch ein kleines Mäuerchen hingesetzt. Damit wir das noch fertig kriegen. Ah, hier sind noch ein paar. Schön. Zwei fehlen mir noch. Zwei Stück. Okay. Top. Wirklich hübsch. Und hier würde ich einfach nochmal eine Bretterwand davor setzen. Einfach nochmal eine schöne Bretterwand. Und die dann hier mit dem Mäuerchen verbinden. Zack. So. Top. Dann können wir hier hinten noch weitere Grundstücke dran setzen. Aber dann haben wir hier einen schönen Abschluss.
Schön, da brauchen wir nochmal ein paar Bretter. Und hier noch ein paar Baumstämme. Naja, hol ich mal. Bauen wir einfach hier ein bisschen weiter. Oh, wir brauchen wieder Tierfutter. Oh mein Gott. OMG, Tierfutter. Stellt das die Scheune nicht eigentlich selber her? Wenn nein, warum nicht? Tierfutter. 20%. So, na dann warten wir mal. Vielleicht schüttelt sich das jetzt von alleine. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Leute in der Scheune. Also jetzt müssen wir pumpen in der Scheune. So, wie sieht's aus, Scheune? Machst du auch was? Ist an Arbeit. Braucht mehr Leute in der Scheune. Aber ich habe halt keine Diplomatie mehr, oder? Um mir neue Leute zu suchen. Dynastie meine ich, nicht Diplomatie. Lol. Also diplomatisch bin ich auf jeden Fall. Daran sollte es nicht hapern. So, ich habe hier vorne noch mal ein kleines Steinmörchen hochgezogen. Bis zu der Plantage. Oh, mir fehlt ein Stein. Really? Okay, hier ist er. Da ist der eine Stein. Zack, so. Eigentlich fehlt mir hier oben schon wieder ein Materiallager. Damit ich nicht immer nach unten laufen muss, um hier alles zu bauen hier oben. Ja, dann setze ich hier noch ein paar Zäune hin. Verschwende noch ein paar Baumstämme. Ich habe diese Folge nur Zäune platziert. Krass. Aber ich finde, es hat sich gelohnt schon. Aber ich muss noch ein paar Baumstämme holen. Wir haben kein Feuerholz mehr. Digga, ich dachte, die eine Hütte macht nur Feuerholz. Warum haben wir jetzt auf einmal kein Feuerholz mehr? So. Du bist doch eigentlich nur dafür da, Feuerholz zu machen. Mach mal ein bisschen mehr Feuerholz. Oder müssen wir da jetzt auch zwei einstellen dafür? Leute. Ja, also es reicht hinten und vorne nicht, ne? Also wir brauchen Leute. Wir brauchen mehr Leute. Und wenn wir mehr Leute haben, brauchen wir mehr Ressourcen. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist eine never-ending Story hier. So, jetzt brauchen wir auch noch Tierfutter. Unsere Tiere hungern schon seit einem Tag. Aber die Scheune produziert halt einfach nicht. Weil wir da wenig Leute haben. Wird darauf hinauslaufen, dass ich diese Arbeiten noch mitmache. Ist jetzt da oben in dem Feldschuppen noch einer drin? Nee. Da oben in dem Feldschuppen ist gar keiner drin. Das heißt, ich muss demnächst auch Hopfen ernten. Ey. Sag's euch, Selbstständigkeit heißt selbst und ständig, ne?
Scheißegal, wie viele Mitarbeiter du hast, am Ende machst du doch echt viel selber hier noch. My mouth's dry. Ich mache jetzt Tierfutter, weil es geht mir auf den Sack. Danach mache ich Brennholz. Ich hoffe, die haben wenigstens das Getreide gedroschen. So, wir brauchen Hafer. Natürlich haben die das Getreide noch nicht gedroschen. Wir brauchen Roggen. Und wir brauchen Stroh. 62 Tierfutter. Weiß nicht, wie lange das reicht. Also wir haben ja erst vor kurzem Tierfutter hergestellt. Und da, ich glaube, da habe ich ähnlich viel gemacht. Aber mit einem bisschen Stroh können wir noch ein bisschen was machen. Dann machen wir das so. Ich will jetzt aus dem Hafer, das ich da geholt habe, wir haben ja noch ein bisschen was zu dreschen, aber ich will jetzt da das meiste an Tierfutter rausholen, was wir machen können. Deswegen nehme ich mir noch mal ein bisschen Stroh. Und mach die 27 hier nochmal selber. So, und Brennholz machen wir natürlich auch nochmal selber. So, da steht jetzt natürlich noch, dass ich 24 hungernde Tiere habe. Allerdings ändert sich das erst mit dem nächsten Arbeitstag, weil Tierfutter ist ja jetzt im Lager. Aber meine Dorfbewohner müssen natürlich auch erstmal kommen und die Tiere füttern. Etwas in den Trog legen. Und das machen die erst, wenn... wir haben Stufe 10 in Gewinnung. Toll, sehr gut. Das machen die natürlich erst, wenn der Arbeitstag beginnt. Ne? Am nächsten Tag machen die das erst. So. Ich mache jetzt gleich mal zwei Ladungen Brennholz. So, jetzt dürfte zumindest erstmal keiner mehr frieren. Ich würde auch sagen, es war eine sehr kurze Folge. Es tut mir leid. Ich habe sehr, sehr viele Zäune gesetzt. Ich habe sehr, sehr viele Zäune gebaut. Wir haben im Detailgrad natürlich das neue Wohnviertel aufgewertet. Aber ich habe nicht so viel erzählt. Es gab nicht so viel zu tun. Also, beziehungsweise es gab schon sehr viel zu tun, aber ihr konntet nicht dabei sein, weil ich einfach sehr viel gebaut habe ohne euch. Es tut mir leid. Deswegen sehr kurze Folge. Tut mir auch leid, aber beim nächsten Mal werden wir natürlich immer noch an dem Wohnviertel weiterarbeiten. Weil wir müssen hier sehr, sehr viele Häuser noch verputzen. Und so viele Details gab es hier natürlich noch nicht. Ich könnte natürlich noch ein bisschen detailreicher arbeiten hier. Wir müssen hier noch die Plantagen setzen und sowas alles. Aber an sich, guckt es euch an, ist es schon sehr, sehr viel besser als vorher. Naja, lasst auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, ein Abo da. Like wäre nicht schlecht. Ein Kommentar unter dem Video. Ich würde mich freuen. Füttert den Algorithmus. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.